Zum einen Sales, man braucht Umsatz und es muss nicht alles perfekt sein. Man muss einfach starten, man muss mit Kunden reden, man muss da raus und versuchen, die ersten Kunden an Land zu ziehen. Zweiter Punkt, Authentizität. Man sieht sich immer zweimal im Leben und wenn man langfristig erfolgreich sein möchte, dann muss man etwas machen, wofür man mit Leidenschaft brennt und das auch authentisch machen. Und der dritte Punkt ist, die richtigen Leute um sich haben. Also gerade wenn man selbstständig ist, da hat man auch Phasen, wo man viel Druck hat, wo auch mal Dinge nicht so laufen. Und ich kann auf ein Team hinter mir zählen, auf Freunde, auf Familie, die mir immer den Rücken frei halten. Wenn es bei mir mal schwer ist, dann sind da keine Leute, die sagen, schaffst du nicht, sondern das sind Leute, die mich unterstützen und an mich glauben. Und das ist so wichtig für die Rückschläge, die zur Selbstständigkeit auch dazugehören.